Ruhe! Das sollte man nicht mit einblenden. Ja, Meister. Servus zu einem neuen Video. Und zwar waren wir beim SCC 500, so wie schon angekündigt. Da haben wir im letzten Video schon gesagt, dass was kommen wird. Ja, kurz zur Veranstaltung. War ja eigentlich mehr oder weniger spontan. Wir waren ja im Urlaub auf der AIDA und dann kam da kurz davor uns ja die lustige Idee oder von den Kunden halt, dass wir mitgehen sollen aufs SCC, weil auf dem einen Porsche im Baum gefallen ist, ist da ein Platz frei geworden. Leider hat es den Robert da erwischt und ja, leider, also für den Robert war es schlecht, für uns war es gut. Sind wir dann halt mit dem M5 zum SCC 500 reingerutscht und konnten den Platz vom Robert übernehmen. Haben uns dann gedacht, vielleicht können wir noch ein paar Autos mehr mitnehmen. Dann haben wir einfach kurzfristig noch den Veranstalter angeschrieben, haben nachgefragt, haben dann auch noch einen Platz für unseren M4 und M2 bekommen, die was wir jetzt dann auch gleich sehen werden. War eine mega geile Veranstaltung, hat richtig Spaß gemacht, also auch nochmal großes Dankeschön an die Veranstaltung, an die Veranstalter, muss man ja sagen. War echt cool organisiert, hat richtig Bock gemacht, waren geile Leute da, mit denen wir uns echt unterhalten haben. Wir haben den Jimmy von PP Performance gesehen, mit dem haben wir uns unterhalten, der Simon war da, der Franz von Simon Motorsport, mit dem haben wir uns unterhalten. Also war eine coole Runde eigentlich, muss man sagen, viel Tuner unter sich, also hätte nicht geglaubt, dass da so viele Tuner auch da sind, das ist ja eigentlich fast eine Tuner-Veranstaltung, muss man sagen. War aber cool, war ein geiles Miteinander, war echt lustig, einfach hingegen die anderen zu fahren, so Spaß, also war echt geil. Es war relativ heiß, also wir hatten echt Probleme, sag ich mal, mit den Autos von der Kühlung her. Also sie sind jetzt nicht überhitzt, aber halt einfach langsamer gewesen als gedacht, weil halt einfach alles zu warm war. Haben die Autos halt einfach Zündung rausgenommen, Ansauglufttemperatur war einfach auch ein wenig drüber und somit fehlen da halt einfach einiges am PS, was dann da am Ende uns einfach gefehlt hat, dass die Autos noch schneller gewesen wären. Aber ist egal, wir sind nicht hingefahren, um da jetzt uns irgendwie, sag ich mal, zu duellieren und die Besten zu sein, das wollen wir auch gar nicht. Aber es hat einfach mega Fun gemacht und ich denke, das ist ja halt doch das Wichtigste an so einem Event, dass man auch einfach am Ende des Tages seinen Spaß gehabt hat. Ja, wir sind alle mit einem krassen Sonnenbrand nach Hause gegangen, also jeder war dann am Montag zu Hause und hat ausgesehen wie so ein verbrannter Streuselkuchen von dem Wetter, also war echt krass. Ich denke, wir zeigen euch jetzt einfach mal ein paar bewegte Bilder, zieht euch einfach rein, das sind lustige Sachen dabei. Auch die Moderatoren waren richtig cool drauf. Echt nochmal Dankeschön an der Stelle. Ihr habt das echt geil gemacht. Das war echt mega, mega lustig. Aber schaut es euch einfach an und wir sehen uns gleich nochmal. PS hat tatsächlich der M5 von Klaus Anditzky. Der fährt momentan 830 PS, ist mitunter der stärkste M5 momentan weltweit. Und da sind wir jetzt auch sehr gespannt, wie das Auto sich jetzt auch verhält. Also Teilnehmer wie ich, die jetzt schon seit 2 Jahren mit dabei sind, die sind natürlich erfahren. Die wissen, wo, wann sie beschleunigen müssen, wann sie perfekt hochschalten müssen, dass die Leistungskurve natürlich auch dementsprechend hoch ist im nächsten Gang. Aber wir haben natürlich auch viele Fahrer, die das erste Mal dabei sind, aber ich sag mal so, spätestens am Nachmittag, wenn alle ihre 3-4 Läufe gefahren sind, hat jeder so seinen Rhythmus raus und dann funktioniert das auch bei den meisten. Es ist einfach verrückt und das ist das Tolle. Jetzt gleich mal schnell rein mit seinem GTR und dem Dreier. Der GTR viel zu schnell mit 63, schade ist, Dan hat Probleme mit der Software auf der linken Spur in dem Dreier. Ich habe vorher mit ihm kurz gesprochen. 257,
Ja, wieder Probleme mit der Software. 183 auf der linken Seite ist viel zu langsam. Da wird er noch abstimmen müssen. Aber jetzt, liebe Freunde, Aulitzki zweimal links, links und rechts. Startnummer 90. Klaus Aulitzki im M4. Und auf der rechten Seite, so gesehen auch Klaus Aulitzki, ist natürlich der Bruder von ihm. Beide mit 620 PS. Geiler Fight. Oh, schade, links 11 zu schnell. Zweimal Aulitzki. Einmal M2 rechts und M4 links. 257,0 links, das wären, wenn er nicht zu schnell gewesen wäre, 268. Und damit wären die Autos beide fast gleich schnell. Ja. Er hat sich schon den einen oder anderen Platz auch abgeholt, aber irgendwann hat er mal einen Motorschaden und seitdem keinen richtigen Lauf mehr. Vielleicht wird es noch was. Liebe Freunde und Zuschauer, die Leute, die da an der Seite stehen, das sind Beifahrer von den Teilnehmern. Also da sind ja einige Teilnehmer mit Beifahrer oder Beifahrerin oder auch Mechanikern angereist und die stehen da links. Es ist keine offizielle Veranstaltung ohne Zuschauer, wie eingangs erwähnt. Aber das hat es nicht für dich frei. Ja, was ist wohl? Das ist so, das so. CLS 63 Gruppe 5, 99 PS. Genau, richtig. Fahrer Kemmer, ein Stammfahrer von uns. Peter, du kennst ihn auch. Das dritte Jahr, glaube ich, dabei, oder? Hier. Oder ja, das dritte auf jeden Fall. Auf der linken Spur Start Nummer 6. Auto von Aulitzki, 830 PS. Also der Aulitzki BMW auf der linken Spur wäre nach angegebener Leistung ein bisschen unterlegen. Sehen wir raus, was rauskommt. 276 links für den Aulitzki BMW und 286 für den Gorilla Mercedes. Jetzt wieder Auto von Aulitzki auf der linken Seite, Stand Nummer 90, Klaus M4, 620 PS. Und das Auto von, auch von Stan Ryan, der GTR. Spannend, da leistungsgleich und schau, Schnaps soll gleich stark gespielt. Jawohl, beide 44, Wahnsinn. Links Aulitzki. Rechts Nissan GT-R. Fio, wie meinst du das denn? Eine dreckige Live-Übertragung. Was meinst du denn damit? Ist dein Bildschirm schmutzig? Also, ja, bei uns nicht. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen auf. 267,6 für den GT-R auf der rechten Seite. Ja, er kann ja abschalten. 266,57 links, also knappe Geschichte. Aber gut, Aulitzki GT-R passt. Wer dreckige Live-Übertragung nicht mag, soll umschalten auf Arte und sich einen lustigen französischen Film anschauen. Da haben wir gar kein Problem mit so einem Smart. So, linke Spur wieder Auto von Aulitzki. Das ist der BMW M2 mit 620 PS. Und das sieht so aus, als ob das die letzten jetzt gewesen sind. Aber die haben, glaube ich, noch einen Lauf, ne? Oder habe ich mich jetzt verzählt? Die machen noch drei Läufe. Drei, waren drei? 263,5 links für das Auto von Aulitzki, der M2. Und 224,8 auf der rechten Seite. Ja, vor allem die Maid von Moet, also die eiserne Jungfrau, oder was? Iron Maiden, die Maid, ja. Maid von also die Moet, Jungfrau, ja. Von Moet. Die will auch noch ein Kind die jetzt haben, von, das gibt's doch gar von nicht. Klaus Aulitzki ein Kind. Klaus Aulitzki, falls du vorhast, deine Dynastie zu erweitern, hier hätten wir eine Dame, die sich da anbieten würde. Alles weitere intern. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Paar über Rolling 50 SCC 500. Die Maid ist dein Mann? Achso. Ja, ich habe gesagt, das wird jetzt komisch dann. Ne? Also wenn der Mann, das wäre der erste, das wäre der erste Mann, der auch ein Kind kriegt. Was? Nee, Quatsch. Eins austrägt. So. Auf der rechten Spur.
für den M6 Convertible, wie der Amerikaner sagt. Und jetzt haben wir wieder die Aulitzki-Autos hier auf beiden Seiten. Super gestartet. Links mit 50, rechts mit 49. Geil. Ja, wie du schon sagtest, links, M4 rechts. Wie du schon sagtest, jetzt kriegen sie es, jetzt haben sie es raus, will ich nicht sagen, aber jetzt hat man sich so ein bisschen eingespielt. Und schau, nach den Aulitzki-Autos kommen gleich zwei HPT-Autos. Also das könnte man, das könnte jemand, der in der Startaufstellung dafür sorgt, dass das geil aussieht, nicht besser hinkriegen. Ja, 263 stimmt. Links für den M2 und 266 rechts für den M4. Beides Autos von Aulitzki. Haltbar, zuverlässig und schnell. HPT gibt es jetzt heute einen Taumel. So muss es sein. Das nächste HPT-Auto, der 6er auf der linken Seite. Und ein Auto auf der rechten Spur von Aulitzki. 830 PS im BMW M5 F90. Da darf man, glaube ich, gespannt sein. Die Autos sind serienmäßig schon sehr, sehr, sehr schnell. Und jetzt bei 830 PS schauen wir mal, was er raushaut. HPT links, Aulitzki rechts. HPT 272, Aulitzki 279. Jetzt haben wir noch einen Lauf. Aulitzki wieder auf der linken Spur, Freunde, M2. Wahnsinniges Design. Alleine deswegen hat er schon 1 km/h verdient. Also das Aulitzki Foliendesign muss ich größtes Lob aussprechen. Das ist richtig geil. Die scheinen guten Designer zu haben. Ja, das, glaube ich, machen die alle selber irgendwie, weil das sind echt geile Jungs. Die haben da echt was drauf. Das ist ein Familienbetrieb und das ist total grübig. Das ist richtig so, das ist das stimmiges Konzept, was die da machen und das Zeug funktioniert. Also ich weiß nur, dass die Kunden sau zufrieden sind. Woher kommen die, aus welcher? Neuen Dettelsau. Ach, das kann ja nur im Süden sein. Wie man es auch, das ist irgendwo da, wie man es auch immer betont, Neuen Dettelsau oder Neuen Dettelsau. Ja, das kommt dann immer drauf an, wie man da zufrieden war in dem Ort. Wo warst du im Urlaub? Wenn es scheiße war, dann war es Neuen Dettelsau. Ne? So kann man das vielleicht kann man das so erklären. Beide 50 getroffen. Aber exaktement. Und wenn sie jetzt hinten beide auch noch gleichzeitig durchs Ziel, dann stimmt irgendwas nicht. Wir warten gespannt. Ah, aber auch eng. Oh, eng, eng, eng. Auch enge Kiste. Geil, aber geil, schau, er hat trotzdem. Aulitzki ist vorne. M2. Jo, ihr habt jetzt das Video gesehen. Ich denke, die Bilder haben für sich gesprochen. War echt lustig. Wir haben uns auch hinterher noch totgelacht über die ganzen Statements während dem Livestream. Ich denke, wenn alles gut läuft, werden wir beim nächsten Event auch wieder dabei sein. Wir müssen jetzt erstmal anfragen, ob noch Plätze frei sind. Das werden wir jetzt auch mal tun. Wir haben es schon mal im Kalender markiert, sage ich mal. Ich glaube, nächstes Event war Lausitzring. Ja, September. September, glaube ich. Wir gucken mal, wir fragen jetzt einfach mal an. Die Julia hat auf jeden Fall den Terminkalender schon geblockt. Ich denke, wenn es zeitlich uns das zulässt, werden wir auf jeden Fall am Start sein und werden wieder mitfahren, weil es einfach mega Spaß gemacht hat. Ja, großes Dankeschön nochmal an alle, die auch mit dabei waren. War ja auch die ganze Team Aulitzki Tuning Gang mit am Start und haben kräftig gekühlt und gemacht und die Autos gut betreut, Luftdruck gecheckt und so. War echt lustig mit allen. Also nochmal großes Dankeschön an die ganze Crew, die mit am Start war. Das hat echt Spaß gemacht. Ich glaube, den meisten hat es auch gefallen, die mit dabei waren. Denen hat auch richtig Fun gemacht, den Leuten. Ja, ich denke, wir sehen uns nächste Woche wieder zum nächsten Video, wie es aussieht. Der Kevin ist fleißig am Schneiden. Leider ist unser Computer gestern hops gegangen, den wir neu gekauft haben vor ein paar Monaten. Jetzt müssen wir erstmal die ganzen Daten retten. Die arbeiten alle auf Hochtouren, um alles wieder zu sichern. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Ciao.